Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo, bist du da? Ja. Ja, servus. Hallo? Bist du jetzt den ganzen Weg von der Stadt hergelaufen, oder wie? Ja. Ja, Hans. Ja, ich hoffe, bei dir ist wieder alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, ob du im Urlaub warst oder krank. Urlaub, so ein bisschen. Urlaub. Okay. Du, ich habe unten deine zwei Felder fertig gemacht. Okay. Und beim Eberhard habe ich schon neues Zeug gekauft. Das sollten wir jetzt gerade mal abholen. Okay. Ja, vielleicht fährst du gerade, wir haben ja hier noch ziemlich viel gemietet. Vielleicht fährst du das gerade mal runter und ich komme im Ladewagen. Okay. Ich muss aber auch kurz meinen Traktor holen. Oh, das ist ja. Mache ich das so? So, einsteigen. Ich muss unbedingt vorne ein Gewicht haben. Nee, im Moment passt es ja, wenn du dann zwei Sachen dran hast. Ja, aber ich hatte jetzt gerade nicht zwei Sachen dran. Ja, ich muss kurz den Wagen ein bisschen auf die Seite stellen. Ich komme hier nicht rum. Ui, das war aber knapp. Sag ich zuerst. Ja. Wo schon wieder? Herr links, oder? Irgendwie. Hier auf der Straße. Wenn wir gerade noch gucken, was mein Baugrundstück kostet. Hier ist ein Feld. Ja. Du musst hier oben raus, wo der Ladewagen steht. Und unten an der Straße rechts. 70.000 kostet mein Bauplatz hier. Wo hier durch? Hier, da wo ich bin. An den Bäumen entlang. Ich fahr jetzt einfach mal dir nach. Na. Irgendwie ist noch zu früh am Morgen. Ich schaff's nicht, den Anhänger anzuhängen. Jetzt. Hier müssen wir auch mal eine neue Straße anlegen. Dieser Feldweg, also spätestens, wenn der Bauplatz bebaut ist. Vor allem diese Kurve hier. Wie kamst du überhaupt mit dem LKW hier rum? Ja, es war knapp, aber es ging. Muss ein bisschen übers Feld fahren. Ei. Das ist direkt. Ich habe irgendwie. Du was zwischen? Ich habe irgendwie zu viel getrunken gestern, glaube ich. Einer hat mir angeboten, ein bisschen zu trinken. Hab's aber nicht gemacht. Ich dachte, sonst bist du ein bisschen wütend, vielleicht. Ja, da müssen wir dann auch noch eine neue Straße anlegen. Vielleicht, dass wir zwei Zufahrtswege haben. Und vor allem sollten wir mal diese Bäume und Gebüsche, die auf die Straße kommen, abfällen. Ja. Das müssen wir die Tage mal machen. Oh. Ja, okay.
Pass auf dem Fußgängerüberweg auf, gell? Die laufen immer einfach blöd über die Straße. Ja, passe. Huch. Oh, ich glaube, wir kommen genau zur Mittagspause von Bernhard an. Ach, hier meintest du? Ja, ja. Die rennen einfach über die Straße, ohne zu gucken. Zum Glück ist hier nicht so viel los, sonst wäre die Straße wahrscheinlich auch schon längst gesperrt. Noch 10 Minuten, dann macht der Bernhard zu, der Eberhard zu. Macht über den Mittag zu? 4, ich glaube, ja. Wie lange denn? Ah, ich bin noch reingekommen. Ich weiß nicht genau, ich guck mal grad. Wo muss ich jetzt? Um 13 Uhr macht er zu. Geradeaus durch und dann einmal halb links abbiegen. Achso, geradeaus. Ja, hier wahrscheinlich. Linker setzen. Und rüber. Diese fahr schnell rein, sonst macht er zu. Was muss man das jetzt hinmachen? Von rückwärts, da wo der Ladewagen steht. Einfach dort ran. Ja. Oder was? Ja. Ah, wir schaffen es nicht. Jetzt ist gleich Mittag hier. Ist noch nicht zu. Nicht? 13 Uhr steht draußen. Oh. Na. Ich nehme mal noch den Düngestreuer vorne dran, wenn das geht. Ja. Okay. So abkuppeln. Umdrehen. Oh, den Traktor will ich nicht zurückgeben. So, gib mir den Ladewagen zurück. Das Mähwerk. Oh, aber ich kann gar nichts ja vorne ran nehmen. Das heißt, ich muss ja etwas nehmen, oder? Ne, du hast ja noch Platz. Geht nicht. Willst du mal gucken, ob du den Düngestreuer vorne rankriegst? Nee. Was musst du? Musst du nur das mitnehmen? Nee, ich nehme dann den Anhänger und die Sämaschine. Aha. Oh, die ist aber schwer. Wobei, der Anhänger wiegt auch etwas. Boah, Flugteils da. Ist ja auch richtig schwer zum Lenken. Ja, wir haben ja Gewichte zu Hause. Nee, einfach so zum Lenken, zum Rückwärts fahren, meinte ich. Wo fährst du raus? Fährst du da vorne raus? Ich fahr hinten raus. Kommst du auch dort durch? Oh, aber das reicht nicht. Also ich kann das. Die Sämaschine jetzt nicht mitnehmen. Soll ich sonst schauen, ob ich es kann? Die ist viel zu schwer. Soll ich sonst schauen, ob ich es kann? Naja, ich kann die ja gleich holen, wenn du das Feld schon mal anfängst zu pflügen. Kommst du? Ich komm. Okay. Wo ist das hier jetzt geradeaus, oder? Geradeaus und dann nach dem Wald links. Wegen den Leuten schauen. Hier sind auch ein paar Leute durchgefahren. Wahrscheinlich hier raus und rein. Oh. Es war knapp. Ja,
Wieso fährt er auch mittig? Ja, die fahren hier immer so. Das ist doch eine Unverschämtheit. War das schon immer so? Sie so fahren. Die sind hier auf dem Dorf. Also, das Feld hier gehört uns auf linker Seite. Ja. Und ein Feld vorne. Genau. Ich stelle jetzt hier mal gerade den Anhänger rein. Dann hole ich noch. Wo wollen wir beginnen? Vielleicht eher das kleinere am Anfang. Das kleine, das heißt. Welches ist klein? Das oder das? Die 85. Und der ist hier in dem Fall. Jetzt hole ich noch kurz die Sämaschine. Dass die heute Nacht nicht beim Eberhard steht. Hier habe ich, glaube noch den Anhänger Dings. Also, nee, die vorne das Gewicht. Habe ich noch hier. Das ist gut. Ich stelle das jetzt einfach mal hier drüben hin. Die Dünger-Ding. Ist gut. Und dann soll ich schon anfangen, oder? Ja, du kannst anfangen. Das war heute auch noch was Sinnvolles erledigen. So, Sämaschine habe ich. Jetzt kann der Eberhard zumachen. Aber die ist auch sehr schwer, selbst wenn ich sie hinten habe. Okay. Ja, vielleicht hättest du das Gewicht von hier mitnehmen sollen. Ja, das werde ich gleich holen. Ei, da war die Mauer im Weg. Na, warte mal, kann ich die nicht absenken? Ja, aber das bringt, glaube ich, nicht viel. Doch, weniger Gewicht. Die kratzt jetzt halt ein bisschen auf der Straße, aber das ist, glaube ich, okay. Dadurch habe ich mehr Kontrolle von. Boah. Oh. Die Felder sind ja richtig schwer zum machen. Jetzt habe ich den Gehweg beschädigt. Scheiße. Ah, warte mal, wir müssen noch. Haben wir eigentlich Saatgut? Weiß gar nicht. Und ich weiß nicht, wo du das hast, oder? Dünger haben wir auch nicht. Ja, woher bekommt man das? Ah, muss ich auch gerade mal überlegen. Ich fahr mal gerade noch bei der BayWa vorbei und guck mal. Ich habe null Kontrolle mit dem Scheißteil. Also. Ich glaube, Flug kann man den Flug nicht breiter machen, weil der macht eine richtig enge Spur. Der macht nur 2 Meter. Was? Damit willst du das ganze Feld. Oh. Ja, das dauert. Pflügen ist langwierig. So, ich hol jetzt mal schnell das Gewicht, weil das geht so gar nicht. Vor allem in der Nacht, wenn es so dunkel ist, dann sieht man es fast nicht. In dem Gras. Nicht, dass sich jemand beschwert, dass ich auf seinem Grundstück Sachen mache. Naja, ich glaube nicht, dass das Land sich beschwert.
Ist schon wieder spät hier. Schon wieder 9:30. Aber ich muss sagen, wie kann man denn? Der Sonnenuntergang in Stappenbach ist schon immer schön. Ja. Eigentlich könnte ich gerade hier so stehen bleiben, weil ich stehe genau perfekt. So ein paar Minuten. Einfach so entspannen. Dafür gibt's aber kein Geld, das sage ich dir. Eben. So. Hier habe ich nicht so schön gearbeitet. Ja, ja. Kaktus kippt gleich um. Das wäre nicht so gut. Ja, dieser Hang ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, wir schauen morgen mal, ob wir vom Eberhard noch einen Pflug kriegen. Weil das Pflügen dauert immer so lange, dass wir da zu zweit mal rangehen ans Pflügen. Kann man vorne noch einen anhängen? Nö, aber dann pflüge ich auch mit. Das ist ja kein Problem. Ja. Das wäre besser. Dann geht's doppelt so schnell. Oder sehe ich gerade, da haben wir einen Baum vergessen zu fällen. Wenn du noch Bäume fällen musst, würde ich das machen. Nee, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Nachdem wir jetzt ein bisschen Geld haben. So, aber ich würde jetzt schon fast sagen, dass wir gleich Feierabend machen. 0 Uhr. Ja. Und dann geht's morgen weiter. Ich habe jetzt gerade noch das Gewicht geholt. So. Also gut, ich park mal gerade hier. Und dann... Ah, dein Gewicht steht hier, gell? Weiß nicht. Hier, da wo ich bin, habe ich es gefunden. Das liegt im Gras. Aha. Dann hole ich das sonst kurz. Ja, und dann machen wir Feierabend, also... Müssen ja heute nicht am Montag gleich wieder alles übertreiben. Ah, genau das meinte ich, weil dieser Hang ist so. Also, vierte, bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao. Ciao.